Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Das sieht doof aus. So sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, und ich habe mit euch eben die einzelnen Sets, Bartpflegesets, mit euch durchgenommen. Das kleine Paket, das mittlere Paket und das Luxus, also beziehungsweise große Paket. Jetzt möchte ich da mit euch gerne mal einen Vergleich ziehen, weil ja, so sehen und hören ist halt gut, aber so meiner Übersicht sehen, was wie viel wo drin ist, denke ich mal, ist sehr schön. Ich habe das alles mit netter Unterstützung von Bartkultur, also falsche Seite, bartkultur.com zur Verfügung gestellt. Ihr kriegt, da seht ihr die Daten. Wenn ihr, die Webseite wird natürlich unten in die Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr auch einen Bart habt, da findet ihr echt tolle Bartpflegeprodukte, sehr schöne Bartpflegeprodukte. Das Wikingerzeug, was unten weiter ist als Öl, ich habe jetzt dieses Öl, das Wikingöl, das kommt demnächst auch wieder, das ist momentan ausverkauft. Also etwas warten, ist kein Problem. So, und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich überlege gerade noch, wie ich das am besten mache, so dass ihr das am besten seht. Wir haben ja nicht so viel Platz hier auf dem Tisch. So, würde ich sagen, machen wir mal so. Und dann können wir uns das hier so ein bisschen ranzoomen, dass ihr das so ein bisschen vernünftig seht. So, genau, so müsste klappen. Wir fangen einfach mal mit der kleinen Tasche an und packen hier alles mal aus und vergleichen dann auch gleich mal die verschiedenen Produkte. Wie gesagt, das ist die kleine Tasche. Da haben wir eine Schere mit bei. Eine Bürste, eine Bartebürste haben wir mit bei. Ja. Und machen wir mal so, sieht vielleicht ein Stück besser aus. Und wir haben einen Kamm mit bei, mit braun-schwarz. Das ist alles, beides dort. Also die drei Sachen sind dort drin. In der etwas preisstärkeren Mittelklasse, würde ich jetzt sagen, da haben wir natürlich etwas mehr drin. So, da haben wir auch wieder die Bartbürste mit drin. So, mal gucken, dass ich das hier vernünftig drauf kriege. So, dann haben wir hier einen etwas anderen Kamm, der so ein bisschen geschwungen ist. Ja, das seht ihr auch. Dann haben wir die Schere mit bei, auch hier wieder abgeflacht vorne, also rund, dass wir uns nicht wehtun. Und zusätzlich haben wir hier jetzt 16 ml ungarische Bartwichse mit bei. Das steht hier auch da drauf. Ja, viele lachen immer. Ja, es heißt wirklich ungarische Bartwichse. So, da pegelt sich das ein, da seht ihr das. Und wenn wir das jetzt hier aufschrauben, könnt ihr da reingucken. Ja, das ist wie, ist im Prinzip wie Haargel für ein Bart. Hier ist jetzt positiv, nehmt bitte niemals, niemals richtigen Haarspray, Haarschaum, Haargel für den Bart. Es macht den Bart kaputt. Dafür ist sowas gedacht. Das ist extra für Bart ausgelegt, weil Bart ist, hat, die Barthaare haben eine andere Struktur, eine andere Konsistenz als echte Haare. Also sind auch echte Haare, aber jetzt Kopfhaare. Und deswegen ist das dafür geeignet. Das könnt ihr prima einmassieren, den Bart schön stylen und einfach unter fließendem Wasser super wieder auszuwaschen. Bleibt kein Rückstand, kein Kleben, kein gar nichts. Wenn es tagsüber so ein bisschen aufgeht, der Bart, kann man immer wieder noch nachkorrigieren ohne Probleme. So, das haben wir jetzt in diesem Set mit drinne. So, dann kommen wir jetzt zu der Luxusversion. Da müsste ich dann doch etwas rauszoomen, weil die ist natürlich etwas intensiver. So, wir haben ja auch, ich fange mal am besten wieder mit dem Bart an, mit dem Bartkamm. Wir haben ja auch wieder so eine Bartbürste. Alles von Dr. Dittmeier. Dann haben wir hier auch wieder unsere Schere, auch vorne wieder abgeflacht. So, dann haben wir auch einen kleinen Kamm, diesmal ist er
schwarz mit goldener Schrift. Sieht ein Stück edler aus als die hellen, finde ich. Aber das ist halt reine Geschmackssache. Ich weiß auch nicht, ob die Sets jetzt immer gleich aussehen, ob jetzt hier vielleicht hier auch mal ein schwarzer mit bei ist oder so. Oder ob das vorgegeben ist, dass hier immer schwarz ist und hier sind die helleren Versionen. Das weiß ich nicht, das werde ich aber mal abklären. So, dann haben wir hier auch wieder einmal ungarische Bartwichse 16 ml. Und dann sieht es ja schon mal aus wie im Set davor. Außer, dass hier halt ein kleinerer Kamm ist. Hier haben wir den größeren Kamm aus dem Starter-Set mit bei. Jetzt kommt es aber, wir haben hier nochmal Bartwichse mit bei. Und das ist jetzt die original bayerische Bartwichse. Die haben wir noch mit bei. Und wir haben auch noch einen Bartkamm, Bartbürste. Ja, also wenn man sich rasiert hat, dass man das so wegputzen kann, denke ich mal. Weil zum Reinkämmen ist das zu dünn und denke ich mal nicht. Und zusätzlich haben wir jetzt hier noch einen etwas längeren Kamm. Hoppala. Ja, auch wieder mit Dr. Dittmeier. Mit einem Griff für die Hosentasche oder so, um den Bart vernünftig zu stylen. So, das werden wir mal hier raufpacken. So, also haben wir hier in der Luxusversion drei Produkte mehr mit drinne. Da müsst ihr jetzt für euch selber entscheiden, ob euch jetzt eine Bartbürste, eine Schere, einen kleinen Kamm und jetzt ungarische Bartwichse ausreicht. Dann könnt ihr problemlos zum Mittel Set greifen. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine schöne Schatulle haben und ihr wollt mal die bayerische Bartwichse testen und hier halt noch den kleinen Kamm für unterwegs oder für die Hosentasche oder so und dann halt hier noch vielleicht so ihn mit braucht, dann greift zum großen Set. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich brauche einfach nur einen kleinen Kamm, eine Schere, wo ich mir nicht die Fresse aufschneide, dann könnt ihr problemlos zum ersten Set greifen. Da ist halt eine Schere mit bei, der kleine Kamm ist mit bei und die Bartbürste ist mit bei. Das sind so die Unterschiede. Für unterwegs würde ich jetzt eher sagen, das ist was für unterwegs, nicht für unterwegs, das ist was für schick zu Hause. Es sei denn, man will wirklich auftrumpfen und wenn man weiß, man kriegt Besuch, dass man dann sowas mitnimmt und das sieht dann halt natürlich wesentlich edler aus. Für unterwegs würde ich jetzt eher sagen, sowas hier, das in kann man schnell mal in einen Kulturbeutel schmeißen, ja, dass man da seine Bartpflegeprodukte drin hat, schmeißt man in den Kulturbeutel und fertig ist. Aber das ist natürlich für zu Hause, würde ich jetzt, ist meine Empfehlung, das ist was für zu Hause, das ist sehr edel, sehr schick, ist wirklich sehr kompakt, ist alles da, ja, also wirklich toll. Ich werde mal rauszoomen, damit ihr das jetzt seht, so. Ich werde das jetzt auch mal mit euch ein bisschen testen. Wir haben hier einmal, wie gesagt, diesen Kamm. Aus der teuren Version kann man dann halt so schön, auch von unten, hat man hier schön Griff, kann halt so sein Bart schön stylen. So, der Kleine, der macht sich da dann natürlich schon für kleinere Bärte okay, aber jetzt für meinen Großen, also finde ich jetzt so ein bisschen, so für Schnelle ist es okay, aber so von der Handlichkeit finde ich jetzt den hier eher etwas angenehmer. Dadurch, dass er diesen langen Griff hat, finde ich den angenehmer. Dann haben wir natürlich noch eine Bartbürste. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so gemacht ist. Ich glaube eher, dass das auch zum Abputzen ist. Aber ich finde es halt so angenehm. Mit dem kann man dann halt unten drunter noch ein bisschen die Barthaare aufplustern. So, das habe ich gestern auch gemacht und mein Bart war danach nicht mehr so so bombemäßig. Damit habe ich dann alle kleinen, wild sprießenden Haare schön auf Linie trimmen können. War sehr angenehm. Einfach so mal komplett hier von oben nach unten durchgemacht. Das habe ich mit dem hier nicht geschafft. Also mit dem kleinen habe ich nicht geschafft. Ja? So, seht ihr ja, das kann man hier normal kämmen. Die haben auch ein bisschen Lücke, dass man sich die Haare nicht rausreißt. Und damit habe ich es geschafft, die wirklich schön, haben die schön auf Linie getrimmt. Ist sehr angenehm gewesen. So. Dann haben wir hier noch den
aus der ganz kleinen Version, den Kamm brauche ich nicht testen. Das ist im Prinzip der gleiche wie der hier. Nee, der ist doch ein bisschen Unterschiede, sehe ich gerade. Da sind die Zacken in der Mitte etwas spitzer als bei der teuren Version. Da macht sich im Prinzip nicht bemerkbar. So, und bei dem, ja, das ist jetzt wirklich nur für das Handtäschchen, für das, wo man sagt, Frau, nimm mal, wenn man keinen Platz hat, ja, dass das mal schnell verstaut ist, wenn man eine Spei hat, oder wirklich in eine Brieftasche, dass man dann mal schnell so zwischendurch mal den Bart auf Linie bringen kann. So, jetzt werden wir das auch mal vernünftig wieder einpacken. So, wir machen erstmal hier, zeige euch mal, wie schnell das auch eingepackt ist. Einfach hier mal die ungarische Bartwichse rein. Dann mache ich noch, nee, Quatsch, ich mache die Schere ganz nach unten, weil die brauche ich nicht so oft, die Schere. So, dann die ungarische Bartwichse rein, den Kamm, die Bürste, die kann ich hier schön bequem oben rauflegen, die braucht man ja öfters. Dann den kleinen und den größeren Kamm hier reingelegt und zack, schon ist es zu und man kann sich das schön verstauen im Badezimmer, ja, und mit einem schönen Badöl dazu, ja, macht das schon was her. Ja, da ist so ja noch ein bisschen Platz, man könnte halt hier bequem noch, weiß ich nicht, noch ein Badöl oder so, ein kleines Badöl vielleicht, gibt es so kleine Flaschen, könnte man vielleicht drin machen, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall macht das wesentlich was her. Das ist die teure Version. Jetzt packen wir auch die kleine Version ein. Ich mache die Schere wieder nach vorne, so wie es beim Unboxing auch war. Dann nach hinten mache ich erstmal die ungarische Bartwichse, die Bartbürste, den Kamm. Dann machen wir das zu. Ja, seht ihr, das ist schön prall gefüllt. Für Kulturbeutelchen ist das okay. Man hat seine Bartpflegeprodukte von normalen Pflegeprodukten, vom Fit und so, und vom Axe und so, vom normalen Reinigungsmittel, was man so nimmt für Kopf und Körper getrennt. Man hat eine schöne separate Tasche. So, dann kommen wir zur kleinen Tasche, die wirklich was für die Pflege zwischendurch mal schnell ist. Da machen wir hier vorne wieder auf, machen die Schere rein, die sich dort drin befindet. Wir machen den Bart, die Bartbürste damit rein und wir machen den Bartkamm mit rein. So, die ist dann nicht so prall gefüllt, ist ja auch ganz klar, aber auch die ist okay fürs Kulturbeutelchen. Wir haben zwei Kämme mit bei, wir haben eine Schere mit bei, wir können uns unterwegs auch im Urlaub schnell mal pflegen, auch den Bart stylen. Der Bart will natürlich auch gepflegt sein, nicht nur, wie viele sagen, die Kopfhaare müssen gepflegt sein. Nein, auch der Bart braucht Pflege und braucht Zeit. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ich werde, wie gesagt, jetzt habe ich in einem Video davor euch schon mal vorgestellt, das Bartöl. Ja, da kriege ich demnächst noch ein neues, habe ich mir noch ein anderes bestellt, mit einem anderen Aroma. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt, riecht. Und das teste ich jetzt gerade, da bin ich jetzt im Dauereinsatz, habe ich heute angefangen vorhin und mache mir jetzt jeden Tag zweimal täglich das rauf. Es ist gegen Jucken, also bei, muss ich auch sagen, bei meinem kleinen Bart juckt nichts, auch vorher nicht. Und ja, aber er fühlt sich jetzt wesentlich geschmeidiger und ja, schöner an als vorher. Also da mache ich jetzt gerade in Langzeittest und da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Ich würde mich jetzt aber hier erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.